Oh, oh. Cheers. Cheers. Wir haben für euch 5 mega geile, tolle japanische Whiskys ausgesucht. Wie trinkt man den, wie schmeckt der und warum ist der überhaupt so gefragt? Aber eigentlich ist das nur ein Vorwand, damit wir hier der Whisky einfach geil schmeckt. Cheers. Kanpai. Kanpai. Cheers. Zuerst denkt man, japanischer Whisky, hä, bitte? Sind aber wunderschöne Produkte, weil die sich von schottischen und vor allem amerikanischen Whiskys unterscheiden und tatsächlich so ihr eigenes Ding machen. Es gibt 2 große Player im japanischen Whisky-Markt. Das ist einmal Suntory und einmal Nika. Wir haben ein bisschen Suntory mitgebracht. Hauptsächlich Suntory heute, hauptsächlich, oder? Suntory und 2 kleinere Brands, richtig, die wir euch immer nicht vorenthalten wollten, natürlich. Genau, Nika, auch super, super toll. Wir fangen an mit dem Hakusho, den haben wir schon im Glas hier. Ich bin natürlich Sucker for Design. Ich mag diese großartige Flasche. Grün ist meine Lieblingsfarbe auch, kommt noch dazu. Aber tatsächlich ist der Whisky sehr, sehr leicht und hat grüne, grasige Noten, weil er in einer Destillerie gemacht ist, die mitten in einem grünen japanischen Wald liegt. Und das klingt nicht nur geil, sondern sieht auch großartig aus. Ja, du redest die ganze Zeit von grün, jetzt kriege ich nur noch grünen Tee hier raus. Also. Grüner Tee kommt auch am Start. Grüner Tee, aber ist geil. Also auf jeden Fall. Cheers. Cheers. Mm. Also auf jeden Fall sehr viel geschmackvoller, als dass er ein Aroma ist. Weiße Pfeffernoten, aber halt nicht zu extrem, sondern sehr, sehr smooth, das Ganze. Ich finde den einfach nur geil. Ich finde, das ist einfach ein sehr schöner, grasiger Whisky. Die Farbe sagt es für mich tatsächlich. Absolut wunderschön. Geil. Ich würde einfach mal das Haus jetzt springen und ich würde zu Toguchi gehen. Toguchi? Toguchi. Toguchi oder Toguchi? Toguchi. Toguchi. Okay, probieren wir den einfach mal. Auch hier, coole Flasche. Ich mag das Design sehr gerne. So eine schwarze Tonflasche. Auch ganz cool vom Etikett her. Die Story dabei ist auch super interessant eigentlich. Und zwar hier wurde... Nochmal, der Toguchi, das ist schottischer Whisky. In Japan gelagert. Kanadischer. Kanadischer Whisky in Japan gelagert. So ist das. Genau. Alles klar. Genau, vom Aroma, ey, jetzt geht er in eine ganz andere Richtung. Also ich kriege tatsächlich einfach ein schönes Whisky-Aroma daraus und leichte Holzigkeit. Whisky-Aroma. Ja, also einfach so ein geiler Whisky, schöne Holznoten. Schmeckt einfach geil, ne? Cheers. Jeder Whisky einfach geil schmeckt. Voll gut. Oh. Also der ist ein Geschmack. Ich krieg tatsächlich Nuss. Redaktion. Sehr gut. Geht vom Geschmack her ein bisschen spitzer zu, ist nicht ganz so ausbalanciert wie die Richtung. Britzelt so ein bisschen auf der Zunge und ist einfach, ich finde den cool. Ist ein solider Whisky. Kann man machen. Auch spannend, ne? Ja. Also tatsächlich. Nächster Whisky, ich würde sagen Suntory The Cheetah. Was ein geiler Name, oder? Bitteschön, die Farbe ist großartig. Kanpai. Kanpai. Heißt Cheers auf Kanpai. Kanpai. Getreide. Ja, echt. Getreide. Also ja, aber so ein bisschen Süße kommt da auch raus. Ne? So leichte Vanillenoten, so ein bisschen Honig. Also du hast halt so richtig schöne Fassnoten, die aber eher so frisch sind, also nicht irgendwie so lange gelagert. Bisschen Karamell, Honig. Aber er lädt auf jeden Fall krass dazu ein, das zu probieren. Blumig. Blumig. Oder floral, wie man es nennen will. Auf den Cheetah. Ui. Da kommt aber hintenrum noch mal ganz schön viel Geschmack rum. Ja, ne? Das ist geil. Echt ganz schön nice. Das ist nice. Das schmeckt gut. Ah, das schmeckt wirklich gut. Oh, total. Oh, wirklich. Bist du überrascht, ne? Die Japaner können das. Ja, die können das drauf. Die können das wirklich gut. Also echt geil. Ich habe den Geschmack noch nicht ganz verstanden. Ich soll jetzt haben wir wieder ein Problem. Was denn? Welchen nehmen wir als nächsten? Ich würde mit dem... Hibiki, okay. Ja. Also wirklich unter den japanischen Whiskys eigentlich die schönste Flasche, die es auf dem Markt gibt, oder? Die sieht einfach so geil aus, diese Flasche. Total. Spannend daran ist, er hat diese Einkerbung hier in dem, an der Flasche. 24 davon, das sind diese Facetten, die diese Flasche hat. Diese 24 Facetten stehen für die 24 Stunden eines Tages, aber auch für die 24 Jahreszeitenabschnitte im japanischen Kalender. Kalender, weil die Japaner sehr viel Wert auf Jahreszeiten und deren Eigenarten legen. Und aber auch
Das steht für die Länge der Reifung. Ach echt? Das wusste ich auch noch nicht. Ich glaube, dem ist so. Okay, kurz zum Aroma. Was sagst du? Also, das ist ja ein Blended Whisky. Mhm. Das heißt, verschiedene Fässer aus verschiedenen Herstellungen, aus verschiedenen Maischen, werden zusammen kombiniert, geblendet, um eine perfekte Balance zu halten. Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, das, was ich rieche. Das ist so, das ist ein Whisky, der nicht aneckt. Der hat so, das ist rund. Also wenn man es beschreiben müsste, wäre das jetzt, wenn ich das aus der Redaktion ablese, wäre das jetzt Karamell, Schokolade, getreidig und würzig weich. Aber wir sagen einfach smooth, seidig smooth. Smooth, so würde ich den auch nennen. Geil. Ein Whisky, der nicht viel Worte braucht, tatsächlich. Geil. Also schmeckt einfach wirklich ausgewogen, ist seidig smooth, genauso wie im Aroma, so ist der Geschmack. Ist ein ehrlicher Whisky, echt geil. Zu empfehlen. Yes. Wenn ihr eine Flasche davon irgendwo seht oder bekommt, einfach direkt zugreifen. Egal, wo ihr seid. Geil. Wir haben noch den Yamazakura für euch am Start. Das ist ein Whisky, den sieht man eher selten. Ein seltener japanischer Whisky tatsächlich. Auch ein Blended Whisky, richtig? Ja. Ja. Geht vom Geschmack, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, eher so eine leicht kernigere Richtung. Also nicht kernig, aber schon so ausdrucksstärker als die dazu, davor. Also ich finde halt diese floralen Noten, dieses Kirschblütendings ist am Start, aber das ist halt irgendwie so, da ist noch ganz viel so Vanille. So ein bisschen Apfel, so diese so Apfelbirne, frisches, ne? Frische grüne Früchte. Generell sind die japanischen Whiskys so auf der frischen Seite tatsächlich. Ja, ne? Und das finde ich eigentlich echt spannend. Ne? Also viele, es gibt ja auch so milde, frische, schottische Whiskys aus den Highlands oder Speyside, aber tatsächlich, Japaner sind halt so. Japanische Whiskys sind Sommerwhiskys, finde ich. Ja, das stimmt. Cheers! Cheers. Oi, das ist geil. Oh, ist lecker. Mega. Ist so. Leicht pfeffrig, aber irgendwie pfeffrig mit Honig gemischt und dann kommt noch Karamell, Vanille danach und man denkt sich, geil. Boah. Lecker. Und bleibt auch lange da. Ja. Bleibt schön lange da im Mund, echt ein schönes Mundgefühl, das Ganze. Ich finde, wir haben auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Range an japanischen Whiskys abgedeckt. Ich habe das Gefühl, wir hätten tatsächlich noch ein Nika verkosten sollen. Wir haben hier nur Suntory am Start. Ich glaube, einen kriegen wir da noch hier. Aus dem Off kommt hier noch ein Nika. Dum. Und noch zwei Gläser, perfekt. Dankeschön, Jan. 6+1, sozusagen 5+1, ich kann schon nicht mehr zählen. Der Whisky schmeckt wieder sehr gut. Zu gut schon fast. Nika from the Barrel. Coole kleine Flasche, sticht wieder komplett heraus. Ist nicht das Typische, was man so kennt. Was ganz anderes. Sneaker from the Barrel, straight from the barrel mit 51%. Wollten wir euch eigentlich gar nicht vorstellen, weil wir dachten, den kennen schon die meisten. Aber eigentlich, es ist auch einer unserer Lieblings. Absolut, Japaner. Der ist, tatsächlich. Das Besondere daran, 51,4%. Das klingt erstmal so, als man nimmt in den Mund und es brennt einfach nur hart. So klingt das, ne? Theoretisch. Ja. Also aber wir probieren das jetzt mal aus. Mal gucken, ob der Drache gleich Feuer spuckt. Cheers. Auch die Farbe, ne? So sehr viel dunkler, schön so ein goldener Farbton. Krass. Also sehr viel mehr Vanille, mehr Holz in der ganzen Geschichte. Also viel komplexer als diese Summer Whiskys. Der ist ausdrucksstärker im Aroma. Der hat auch so leichte Raucharomen, aber so leichte Raucharomen. Also so irgendwie, wenn ihr so Islay Whiskys mögt, so schottische, richtig Rachenputzer, das ist es nicht. So, man sieht am Horizont das Lagerfeuer und man kann es gerade noch so riechen. Obwohl er 51% hat, schmeckt er gar nicht so. Ey, keine Spur. Also sowas von mild. Ich glaube, als wir unser erstes Whisky-Video gedreht haben, haben wir, glaube ich, auch mit diesem wunderschönen Whisky gedreht. Und der ist dann auch, glaube ich... Das hat Spaß gemacht. Läuft? Nicht ins Wasser fallen. Das hat Spaß gemacht. Also, falls ihr Videos drehen wollt, empfehlen wir euch diesen Whisky. Großartig. Geil. Was ist dein Fazit? Ah, echt schwer, das Fazit zu treffen, aber ich würde sagen, bei mir sind es drei. Der Hakushu, schön grasig, leichte Frische, geiler Whisky.
Hier werden wir dann so ein bisschen würziger, kriegen nochmal eine andere Seite geboten. Und dann haben wir hier was wirklich Intensives, was Spannendes, was Starkes. Das sind so meine Favorites. Was sind deine Favorites? Ich kann ohne den Hakushu tatsächlich wahrscheinlich nicht... nicht mein Whisky-Dasein führen. Ohne den Hakushu geht das nicht. Das ist der perfekte Whisky für den Sommer, meiner Meinung nach. Grün, frisch, anders. Ein sehr schöner Einstieg. Ich liebe auch den Hibiki-Whisky tatsächlich. Schön rund. Macht einfach Spaß und es ist einfach so leicht zu trinken. Beim letzten, ich hätte fast Cheetah gesagt, weil der mich sehr schön überrascht hat. Aber Nika ist halt from the barrel. Ist einfach wirklich... wirklich gut. Das ist auch Preis-Leistungs-Verhältnis richtig geiler Stoff. Richtig geiler Stoff. Das stimmt. Wir können ja noch mal irgendwie noch einen Anstoß. Okay, dann stoßen wir an. Willst du auch Stäbchen? Nee, ich schaff das nicht. Das geht kaputt bei mir. Doch. Oh Gott, jetzt muss ich das probieren. So. Okay, ich habe das noch nie gemacht. Das ist jetzt hier als hätte ich zu Hause geübt, ne? Oh, oh. Cheers. Cheers. So trinken Japaner ihren Whisky. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob ihr nach Japan reisen müsst, um diese Whiskys zu bekommen, dann sagen wir ja. Oder ihr geht einfach auf distillery.com und bestellt euch diese schönen Stücke. Das macht Spaß. Er kriegt kein Whisky mehr. Und falls ihr einsam seid und niemanden zum Mittrinken habt, eure Drinking Buddies sind hier bei euch. Abonniert einfach unseren YouTube-Channel. Hier ist euch hier oben. Klick hier auf meine Nippe.